Le Freunde, willkommen zurück zu Clash Royale. Wie ihr sehen könnt, habe ich sowohl die Kronentruhe voll, als auch eine Magietruhe, als auch zwei Silbertruhen. Was ist denn da los? Ja, ich habe ein wenig offscreen gekämpft und habe mir einige Sachen generisiert. Wie gesagt, die Kronentruhe, die Magietruhe, die wir gleich auch sofort aufmachen werden. Nur ich sag mal so, das Ganze ging nicht spurlos an meinem Tablet vorbei. Jetzt fragen sich einige so: Wieso denn, Kai? Bist du wieder vollkommen ausgerastet? Ja, bin ich. Und zwar so doll, dass ich mein Tablet auf den Tisch gehauen habe. Und das anscheinend so krass, dass ich jetzt ein gebogenes Tablet habe mit fettem Displayriss, aber ich kann trotzdem für euch Clash Royale aufnehmen. Ja, meine eigene Dummheit. Ich weiß, warum mache ich das überhaupt? Warum haue ich mein Tablet überhaupt auf den Tisch? Aber ich sag mal so, ich denke, der ein oder andere von euch kennt diesen einen Moment, in dem... Kennt diesen einen Moment, in dem man einfach nur vor Hass und Wut das Tablet, das Handy, den Controller auf den Tisch hauen oder gegen die Wand hauen würde. Ich glaube, ihr kennt das. Und das ist passiert. Und naja, dementsprechend sieht es auch aus. Ich habe jetzt ein Curved Nvidia Shield. Zwangsweise. Ja. Ich kann nur froh sein, dass das Tablet überhaupt noch lebt. Das ist echt krass. Ich kann da echt von Glück sagen, dass das Tablet überhaupt noch aufnahmefähig ist. Dass ich hier noch vor euch stehen und sitzen kann und, problemlos aufnehmen kann, weil ihr merkt jetzt gerade gar nichts. Ihr seht über Clash Royale, ihr merkt jetzt gerade bei der Aufnahme keinen Displayriss oder nichts. Weil der Scharfrichter, um was geht? Brodinen! Wie viel Glück kann man eigentlich haben im Leben, oder was? Ohne Witz. Ich raste vollkommen aus. Ohne Scheiß. Naja, ich kann von Glück sagen, dass ihr diese Displayrisse nicht mit ansehen müsst. Ich kann von Glück sagen, dass ich noch aufnehmen kann. Ich bin da mit einem blauen Auge davon gekommen und ich glaube, noch eine Aktion von mir, die gewaltsam auf dieses Tablet ausgeübt wird und... Das Tablet liegt einfach. Also das ist, ich denke, dann kann man es auch direkt wegschmeißen, weil es... Ich glaube, ich kann nicht mal mehr reden, so aufgebracht bin ich deswegen, ja. Ich denke, noch eine Aktion, die irgendwie gewaltsam ausgeführt wird und das Tablet stirbt. Ich kann es wegschmeißen. Ja, Königsriesen, ja. Und die Magietruhe, liebe Freunde. Vielleicht kommen wir auch da wieder an den ein oder anderen Scharfrichter. Mal gucken. Ja. Wisst ihr, was schön wäre? Oder was schön gewesen wäre? Ein paar Eis. Komm, ich hab den Namen vergessen. Eisgeist. Und das Riesenskelett, ja! Und die letzte epische. Und die Skelettarmeen! Skelettbrüdes! Was geht? Sehr wohl. Aber lass mal kurz vorher sowohl auf den Scharfrichter schauen, als auch auf das Riesenskelett. Nee, Freunde, das Riesenskelett. Je größer das Skelett, desto größer die Bombe. Trägt eine Bombe, die explodiert, wenn das Riesenskelett stirbt. Ist ja schon fast ein Tank, muss man sagen. Und da 86 Schaden pro Sekunde, 130 Schaden. Der Todesschaden ist da 720 das ist heftig. Ja. Der Todesschaden ist sogar noch um ein Vielfaches erhöhter als jetzt zum Beispiel beim Golem. Der hat, glaube ich, nur einen von 200. Ja. Sehr heftig. Aber hier das Wichtige, der Scharfrichter. Der ist erst vor kurzem rausgekommen. Und zwar ziemlich genau, an dem Tag, an dem ich es aufnehme. Der 27.01. Und wir haben sie direkt bekommen, die Karte. Geil. Er schleudert eine Axt wie ein Boomerang und kann Feinde so doppelt treffen. Ein Wunder, dass er dabei keinen Arm verliert. 760 Trefferpunkte. Flächenschaden mal 2. Wie man sich das vorstellen kann, ich habe keine Ahnung. Wir gucken mal ganz kurz, dass wir den irgendwie hier mal ins Team packen. Macht der Flächenschaden? Ja, ne? Aber er greift Luft- und Bodentruppen an. Wir gucken ihn mal ganz kurz an in einem Trainingskampf. Lieb Freundes, lass mal knacken. Wir müssen auch gucken, wen wir hier vor uns haben, ne? So, wir haben ihn direkt mal. Und wir werden auch dann gleich direkt mal schon lecker
auswerfen und ihn ausschmeißen und, hi. So. Jetzt ist es soweit. Also alle 2,5 Sekunden trifft er. Und der Schaden trifft einfach doppelt, weil diese Klinge vor und zurück greift. Das ist heftig. Und wenn man bedenkt, dass er dabei noch Lufttruppen ausschmeißt. Sehr krass. Er trifft einfach jedes Mal zweimal. Das ist so heftig. Zack, zack. Zack, zack. Und dabei stirbt ja auch die Skelettarmee, die da, die Lakaino, die daran vorbeistößt. Wie heftig ist das denn? Und ich würde auch sagen, das ist Flächenschaden, was er da macht. Er erzeugt Flächenschaden. Das ist sehr heftig. Zack, zack. Er ist aber nicht so tanky, dass man ihn quasi direkt nach vorne legen kann. Den muss man natürlich hinter einem Tank platzieren, damit er richtig gut wirkt. Aber schon krass. Schöne Karte, muss ich sagen. Sehr, sehr schön. Mal gucken, ob wir ihn ins Team holen. Ich denke erstmal nicht, weil ich natürlich gucken möchte, dass wir hauptrangig ihn erstmal verbessern soweit, ne? Aber wir haben seine Funktionsweise gesehen und das gefällt mir schon sehr, sehr gut. Yeah! So, Scharfrichter platzieren. Aber das macht ihn einfach zu einer ziemlich krassen Waffe, weil er gerade auch so Truppen wie Lakaien einfach so wegfetzt. Er fetzt sie einfach weg. Und auch hier. Du brauchst keinen Knall mehr. Das ist so gut. Oh mein Gott, ist das geil. Ich überlege echt hart, ihn ins Team zu nehmen. Und ihr habt gerade eben gesehen, ich habe die Valkyren drin gehabt. Ich überlege, ihn reinzusetzen. Weil das ist ja wohl echt heftig. Das ist echt heftig. Nur auf Level 1 ist er mir zu low, das ist das Problem. Ich würde ihn gerne so ein bisschen höher setzen. So, Level 2 muss der Minimum sein und... ist sehr, sehr schön. Komm, wir packen die Valkyren trotzdem noch mal rein. Und ihr seht, ja, ich habe die Valkyren drin. Warum? Na, ihr seht, weil es funzt. Na? Ich habe sie reingepackt. Ich habe die da so ein bisschen rumprobiert, müsst ihr wissen. Und, ich habe erstmal das Drachenbaby drin gehabt. Dann habe ich, naja, das Koboldfass drin gehabt und aus solchen Aspekten hier ist mein Tablet kaputt gegangen oder halt, ne, das Display ist übertrieben gerissen und ich habe ein Curved, ich habe ein Curved Tablet. Ziemlich schade. Da muss man nur gucken, da muss man nur schauen, wie man den Scharfrichter am besten neutralisieren kann, ne, weil wenn er alles Mögliche trifft und so, das ist, wow. Wenn er imstande ist, alles zu zerfetzen, was ihm in den Weg kommt, dann bist du ja, du kommst ja nicht mal nah genug an ihn ran, wisst ihr, wie ich meine? Das war kurz vor knapp. Und wir haben ihn zerstört, wir haben den Funky einfach zerstört. Hui. Gut. Hier mal kurz die Sperrkobolde. Ja, aber wie willst du den Scharfrichter neutralisieren? Am besten natürlich mit dem Funky, weil... wobei... ja gut. Valkyren vielleicht. Valkyren vielleicht. Das kann sein. Das wäre eine Idee. Das wäre auf jeden Fall eine Idee wert. Und da sollte der Funky... schade. Durch die Skelettarmee wurde es leider nichts. Das ist noch leider mein Funky gestorben.
Aber so ist halt der Funky. Wir kennen ihn, wir lieben ihn und wir haben ihn schon immer gehasst. Sehr wohl. Aber wir probieren es natürlich weiterhin auf zwei Kronen zu plädieren, nicht wahr? Sehr wohl. Ja, aber der Scharfrichter, ich denke mal, Valkyren wäre da eine geeignete Waffe. Kann man so sagen, sehr wohl. So, natürlich auch hier dann ganz wichtig. Funky ist weg. Gut, hätten wir gewonnen. Schön. Schön, schön. Ja, aber wirklich so aus dem Stegreif würde ich sagen, wenn man den Scharfrichter wirklich sehr gekonnt platziert und ihn auch wirklich aus einer weiteren Entfernung hinter einen Tank, dann kommt nichts an ihn ran. Außer jetzt vielleicht irgendwie, keine Ahnung, Friedhof, Skelette, also, oder hier Kobaltfass zum Beispiel, oder? Er ist jetzt auch nicht so tanky, aber er hält auf jeden Fall noch einen Feuerball aus. Das ist ja auch das Ding, ne? Das ist auch das Ding. Bowler kann ich mir auch vielleicht auch noch vorstellen, aber sonst habe ich da echt keinen Plan, ey. Ich will unbedingt einen Scharfrichter Level 2 haben, weil ich will ihn unbedingt im Team haben. Weil ich denke mal, er kann mir ja wirklich dann ungefähr auch so viel bringen wie eins nices Valkyrie oder so zum Beispiel. Da hat er ihn. Da hat er ihn auch schon gelegt. Probieren wir es mal aus. Er hat sich sogar schon auf Level 3. Ich denke mal, er hat sich das Angebot aus dem Shop gekauft, ne? Würde ich sogar schon fast schätzen, dass es so ist, ja. Ich denke schon. Level 3 und der ist jetzt gerade mal wirklich einen Tag am Start, ne? Das ist ja auch, wirklich. Er hat sich das Angebot aus dem Shop gekrallt, muss man ganz klar sagen, liebe Freunde. Sehr wohl. Valkyren kommt dran und Tower müsste down sein. Schön. So, gucken wir mal, dass wir auch dann, für den Scharfrichter. Verstehen Sie? Für den Scharfrichter. Sehr gut. Aber bei der Tower sowieso jetzt down geht, aber, ja. Scheiß Scharfrichter, ne? Ich glaube, ihr wisst, wie ich das meine, oder? Der ist halt echt hammerhart. Mal gucken, wie er sich rentiert, ne? Wirklich. Muss man schauen. Und jetzt sitzt da jede Karte, die er am Start hat. Oh ja. Jetzt ist es eine ganz legendäre, an die er hat. Und das seht ihr. Ja, man kann sehen, wie sich das auch hier wieder rentiert hat. Und er setzt einen zweiten Scharfrichter. Auch hier, ihr seht. Naja, wenigstens hat er nur einen, ja, was? Ach, stimmt, ja, das stimmt, er hat ja noch gar nicht gewonnen. Jetzt hat, ja. Ich hatte einen Denkfehler gehabt. Naja, ihr seht,
Ja gut, ne, Level 10, ne, ist ja auch wieder, kannst du nichts machen gegen, erstmal so. Dann die Legendären von ihm. Todeskombi, ne, 4 Legendäre, 2 Epische im Team, dann noch Lavahund und Friedhof. Wenigstens konnte ich eine Krone holen, ne. Muss man ganz klar sagen. Ja, aber er hat auf jeden Fall das Angebot aus dem Shop geholt. Locker. Den Knall hat er verschwendet. Den Knall hat er verschwendet. Wenn er jetzt kein Spiegel hat, ist das eine offene Tür für uns, ne? Ach, bitte. Aber jetzt hat er sein ganzes Pulverfass rausgeschmissen. Und jetzt kann ich mit dem Funky an den Tower gehen. So sieht's aus. Und noch ein zweites Mal. Okay, also erst. Ich will jetzt keine Einschätzung machen, aber er hat unfein die Pfeile und den Knall rausgeworfen. Das ist. Und den Knall hat er ja gerade eben schon benutzt. Das heißt, er kann keinen Knall mehr haben. Es sei denn, er hat einen, ne? Ihr wisst. Einen Spiegel. Aber das scheint auch nicht der Fall zu sein. Jetzt bauen wir so langsam unsere Armada auf. Ja, wobei der Funky da wieder so ein bisschen fehl am Platz war. Ja, das war ein Fehler von mir. Aber ich glaube, er hat den, er hat die Lakaien auch kurz nachdem ich, er hatte sie, glaube ich, schon gehabt, oder? Ich weiß es auch nicht. Ist auch egal, ganz ehrlich. Juckt nicht. Und auch hier wieder ein Scharfrichter. Oh ja, und jetzt versucht er auf die Kacke zu hauen, ne? Oh ja. Das war's. Schade. Schade. Aber das ist, ne? Das ist natürlich, ne? Also, naja. Was willst du da schon groß machen? Aber so Barbaren und Scharfrichter ist eine unschlagbare Kombi, würde ich sagen. Jetzt hat er immer richtig gelegt, ne? Jetzt hat er ihn. Vielleicht kommen wir noch ran. Ich leg nochmal einen zweiten Funk hinterher. Ja, schade. Schade. Aber wie gesagt, ist auch ein Level 10er mit seinen Level 10 Truppen. Da hast du einfach nicht so viele Chancen, ne? Ist halt einfach so. Ist halt einfach so. Da kannst du nicht viel machen. Alter. Reicht. Junge, wie oft kann er seine Scheiße denn da legen? Ist nicht normal, oder? Das ist doch nervig. Naja. Level 10er, ne? Und da habe ich einen Unentschieden rausgeholt. Ist ja schon fast ein Sieg, ne? Also Level 10er. Aber wir sehen, viele nutzen jetzt extrem den Scharfrichter und so. Ist eine beliebte Karte und die ist auch nicht schlecht. Na, ist halt einfach so. Komm, wisst ihr was? Wir legen ihn jetzt auch mal. Komm, einen Kampf machen wir mit ihm online. Gucken uns die mal an, ich meine Level 1 ist, ne? Wir gucken mal. Ich kann mir vorstellen, hinter einem Golem und hinter einem Funky kannst du den schon echt gut setzen. Da müssen wir mal so gucken, ne?
Nein! Gut. Aber ist auch ein Asiate, ne? So, meine Reihenfolge wäre dann erstmal Golem, Funky, Scharfrichter. Muss ich ja erstmal darauf warten, dass ich überhaupt den Scharfrichter legen kann, ne? Gut, dann machen wir das erstmal so. Sollte eigentlich der Funky, wenn er jetzt nicht den Knall setzt, oder diese Scheiße. Naja, ne? Jetzt kommt er wieder mit seinen Legendären an und nervt extrem rum. Ja, das ist ja geil. Das ist ja richtig geil. Das ist traurig. Das ist wieder richtig traurig, was hier wieder passiert. Inferno-Turm und dann sein Elektromagier. Ekelhaft. Naja. Ne? Was willst du da auch groß machen, ne? Was willst du da auch groß machen? Ja, bitte. Naja, wenigstens ist er gestorben, ne? Inferno-Turm? Natürlich. Natürlich. Ja, das ist, kannst du nichts machen. Also Inferno-Turm ist ein nerviger Bastard. Ist halt richtig nervig. Ist halt übertrieben nervig. Kannst du nichts tun. Und auch hier, warte, da macht er seinen Wutzauber und dann ist der Tower kaputt. Kannst du einfach nichts machen. Da kannst du einfach nichts machen. Das ist einfach so. Kannst du nichts machen gegen. Nervig. Übertrieben nervig. Ja, natürlich. Ja, kann ich nichts gegen machen, so. Wenn man so nervt mit seinem Inferno-Turm, ist ekelhaft. Kannst du nichts machen. Kannst du einfach nichts machen. Das geht nicht. Das geht nicht. Schweinerate will ich schon gar nicht mehr aufzählen, weil, warum. Nervt halt. Nervt. Nervt. Ja. Elektromagier, Kampfholz, zwei Legendäre, ist er schon wieder im Vorteil gegenüber mir. Inferno-Turm ist sowieso übertrieben nervig, Schweinereiter. Also, ne, ist schon alles gesagt, muss man nichts mehr sagen zu, oder? Muss man nichts mehr zu sagen. Zwei Legendäre. Ich will nichts sagen. Ich will ja nichts aussprechen oder so. Und dann noch Level 10. Ist ja nicht so, als wäre das schon Vorteil genug, aber okay. So, Scharfrichter, dann vollbringe dein Werk, du Sau. Oh, natürlich. Ja, ich will jetzt auch wieder nichts dagegen setzen, weil. Nee. Drei Legendäre zähle ich da gerade wieder. Das ist. Ja, sind auf jeden Fall. Wobei, hat er nicht noch das Kampfholz gehabt? Nee, das hatte der letzte, ne? Also auch wieder hier. Nervig as fuck. Aber okay, die Anzahl der Legendären hat nichts. Ja. Jetzt mal bitte auf Deutsch. Ja, gut, dass Tower kaputt geht, ist sowieso klar. Ich versuche da wenigstens noch ein bisschen was zu machen. Aber, so kannst du echt nichts machen. Hätte ich gar nicht verteidigen brauchen, weil geht sowieso kaputt, die Scheiße. Ja. Alter Scharfrichter.
Langsames Scheißvieh. Nee, auch da wieder Level 10 und so, kannst du halt nichts machen gegen, ist halt einfach so, ne? Da kannst du nichts machen. Bestes Beispiel wieder hier, ne? Kannst du nichts machen. Kannst du einfach nichts machen. Ja, und dann hier wieder, ja. Wenn man seine 3 Legendäre oder seine 1000 Legendäre zieht, ist cool, wirklich. Hast du Chance, ist fair. Und dann noch Level 10. Sehr, sehr fair. Sehr, sehr, sehr fair, muss ich sagen. Wirklich fair. Richtig krass. Nee, ich denke mal, den Scharfrichter packen wir raus. Hat doch keinen Sinn mit ihm. Auf Level 1 kann er überhaupt nichts. Ich komme einfach nicht dazu, ihn irgendwie nutzvoll setzen zu können. Komme ich nicht zu. Und naja, wenn man hier seine 1000 Legendären legt, wie gesagt, da kannst du einfach nichts machen gegen. Ist halt einfach so, ne? Ja, aber ich find's ja schon krass, hier irgendwie überhaupt mit Level 8 gegen so viele 10er kämpfen zu dürfen, ne? Gut, ich beende den Part. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein. Ciao.